Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Anno 1800. So, ich hab's nach ein paar Dingern hinbekommen, dass es ein bisschen besser läuft. Und zwar spiele ich jetzt nicht mehr über DirectX 11, sondern jetzt über 12. Und da frisst es nicht mehr so viel GPU-Leistung. Worüber ich auch aufnehme, deswegen stande die GPU immer bei 100%. Ja, und jetzt habe ich mal umgestellt auf DirectX 12. Lager das mal ein bisschen aus auf meiner Dings. Auf meine RAMs, so wie es aussieht. Ja, genau, ich verbrauche jetzt zwar 20% mehr RAM-Leistung, aber ja, so viel RAM frisst das Spiel nicht. Also bin ich jetzt von 30 auf 30% RAM, was das Spiel gerade aktuell nimmt, auf 50 hochgegangen. Und da pendelt sich das dann ein. Aber GPU ist mal 25% weniger. Ja. Also lagern wir das mal ein bisschen aus. Okay. Aber die Aufnahme läuft dadurch jetzt, also bei OBS, ist wieder konstante Framerate. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten ja hier unsere Menschen. Die Stadt sollte ja im Endeffekt. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Jetzt habe ich so viel gemacht. Die Stadt sollte ja hier rüber, weil hier ich Industrie hinbauen wollte. Genau. Also die sollte ja im Prinzip hier rüber. Okay. Dann basteln wir mal eine Feuerwehr hin. Nothing could be done. Fetid, festering filth. Da. Give her sample, sir. That blooming turnip was the size of her head. Ich weiß nicht, ob ich das verschieben soll. More's the merrier. Game saved. You're tying the those mountains. Ugh.
I see another biscuit. Ja. So. Da ist schnell mal eine Stadt umgesiedelt. Das können wir natürlich hier noch ein bisschen rausnehmen. Da sage ich jetzt mal so. Okay, was ist das? Newspaper. Our patron is utterly humbling. If there is anything I can do, anything really. Okay, Happiness, Bankruptcy, kenne ich jetzt so die Übersetzung leider nicht. Fireproof gibt Plus, Newcomer Detects Root, okay. That changes? Really? Ja, kann man so lassen, ja. I too hope to spread good and truthful news. Ja, natürlich. Wie gesagt, also das können wir ruhig so lassen, weil im Endeffekt wollen wir eine ehrliche Zeitung, also müssen da auch negative Nachrichten drinne stehen. Ja, finde ich persönlich, also positive, negative Nachrichten sollten immer in sowas drinne stehen, also. Your vessel shall be subject to an inspection. Oh, inspection. Nothing could be done. So, dann ziehen wir hier mal durch. Hier gehen wir mal so runter. Okay. Vielleicht machen wir das auch so, dass hier eine größere Stadt ist und hier so ein kleines Dorf. Ja, dass man eben sagt, okay, man baut jetzt hier eine etwas größere Stadt hin. Hier macht man dann nochmal einen Marktplatz hin, hier die Holzfäller und so. Man sagt, wartet mal kurz. Wir gehen jetzt mal von hier aus, so. Zack, einfach mal gerade rüber. Das ist eigentlich die Idee. Ha! Ich meine, da kann ich die dann später alle umwandeln. Dann gehen wir dann hier auf Industrie und hier drüben. Kommt dann einfach hier. Zum Warehouse hin. Und dann macht man einfach hier. Moment. Game saved. Once we're done here, we can bag some rabbits. This is the way the farmers ride, hobbledy-hoy, hobbledy-hoy. This is the way the farmers ride, hobbledy-hobbledy-hoy. Hey! Ja, wie geil. Once we're done here,
we can bag some rabbits. No slacking! There be potholes, so watch out! Ja, ich habe ja schon ein bisschen angespielt, also von daher weiß ich, was man so für die Stufe braucht. Ja, also. Hope it's not gruel today. Something for all seasons. Be there tonight at union meeting. Darling, bring your pa's hat. Damn smog! Maybe three? Four bushes, I wouldn't like to say. Is the belt running faster than usual? Darling, bring your pa's hat. Maybe three, four bushes, I wouldn't like to say. So, da haben wir erstmal Kleidung. There be potholes, so watch out. Cultivated quite a thirst. Game save. Darling, bring your pa's hat. Fields might help. Und das mit den Einzelfeldern, das ist schon cool gemacht.
Ja. Redsky morning. Shepherd's warning. Something for all seasons. No space left here. Oh, den bauen wir voll. Okay. Stand back, I would. Looks like the tubes need a flush. You've no face for poker. We have cultivated quite a thirst. Goodbye and good riddance. Even my neighbors. Affection can be timeless. Oh, should have seen her face. Like a frog on a lily pad, I is. You're tying the knot. Never. Redsky morning. Shepherd's warning. We make the best of what we have. You reached a new milestone. More is the honest work. That's all we ask. So, hier haben wir Workers. Was brauchen die Straßen denn? Perhaps I was wrong to think rushing ahead, Douglas. Ah, Clay. My basket is flowing out. You can't just leave old Wibbly behind. Total am Sterben hier die Leute. Game save. So, dann haben wir da. We've run out of cabins. I've had visions of you in my mind. Stand to attention for the bus. Pig Farm. Also ich stelle gerade so fest, dass es halt wirklich so ist, dass es vollkommen egal ist, wo die Bürger sind. Nur es sieht halt ein bisschen schöner aus, wenn ich jetzt hier so eine kleine Ortschaft habe. Da kann man hier, wartet mal kurz, wir gehen nochmal kurz auf Farmers. Halt, drehen wir mal kurz die Karte. Machen wir mal so und so. Und das mal raus. We all like a nap in the orchard.
dispatched this morning by yours truly. Bilanz ist jetzt auch bei 200. Wunderbar. Diggs is full of kids. More likely find me out and about of an evening, seeing what's what. Stand back, I would. Looks like the tubes need a flush. Die Frage ist, wir, wer kann wie viel versorgen, ja? Also die läuft ja auf 100, die läuft auch auf 100. Okay. Die läuft auch auf 100. Also es geht steil nach oben. Im Prinzip kann man dann hier. Once we're done here, we can bag some rabbits. I had a job unpicking old rope once. No slacking. Be potholes, so watch out. Ja, aber we need something first. Er kommt nicht mehr hinterher mit Aus- und Einladen hier, ja? Wollen wir ein neues Update hier oder kann man die eigentlich auch updaten? Like a nap. Game save. Also im Prinzip ist es vollkommen egal, wo die Arbeitskräfte gerade sind. Ob die jetzt nun hier sind und hier arbeiten. Oder wie die, hier sind ja Workers drin, also Arbeiter. Keine Farmer mehr. Und die... Ja, ja, halt backen. Und hier hat man dann eben die Worker drinnen, die ich ja jetzt habe. Die paar, ja. Aber ich halt nur hier. Also im Prinzip ist es vollkommen egal. Man baut entweder hier so ein Farmhaus hin und baut das ganze Zeug einfach drumherum. Hier so ein Ding und dann... Wie er ist komplett überfordert hier. Four bushels? I wouldn't like to say. Deswegen die Frage, kann man diese Häuser dann auch
Upgraden, Brot. Wir haben mal Brotproduktion, Small Harbor. Sailing Shipyard. Crate, also. Okay. Und Harbor Master Officer. Office. Handelsunion. Master of the Craft Proof. Library Productive from here. Okay. Fetid, festering filth. Something for all seasons. Hope it's not gruel today. Ah, okay. Also immer vier Felder sind eins und dann geht's los mit zwei. Drei, vier. Okay. Komm, wir spionieren mal bei den Nachbarn. Okay. When I believe a tree is one I know, I see the bird within it is not. Die haben zum Beispiel, wie viel produziert denn der? 98. Okay. Wie sie hat jetzt hier zum Beispiel zwei Felder. Interessant. Wie sieht's denn bei ihm hier aus? Game saved. Na, bei ihr? Dann hat sie zwei Holzfäller. Dann hat sie hier zwei Dinger. Drei Felder hat sie hier. Aber nur eine Clay Farm, oder? Ja, also die hat nur eine Clay und hat aber zwei davon. Okay. I pride myself on what I built, the urchins. Okay, also Schnaps ist auch 1:1. Hier ist es bei Clay 1:2. Was ist das Schweinedings hier? Ich
Hier ist es auch 1 zu 1, wenn ich das richtig sehe. Give them work and education and they'll forgive you the rest. Okay, hier ist es auch 1 zu 1. Hier ist es 1 zu 1. Hier bei Schnaps ist es auch 1 zu 1. Obwohl, hier hat sie auch noch mal. Ja, ist alles ein bisschen verworren. Okay, gucken wir mal bei ihm hier. Okay. Da könntest du auch die Endproduktion hier komplett in die Stadt verlegen. Weißt du, da könntest du da rundherum Felder aufbauen, wo die da einfach nur ihr Zeug entladen und dann einfach die ganze Produktion in die Stadt legen. Jetzt zum, machen wir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt sage, okay, hier. Fetid festering filth. Du baust jetzt hier hier hin. Zack. Oder hier oben hin. Dann könnt ihr einerseits zum Hafen laufen und andererseits oben. Und dann kannst du hier... Müsste sogar von der Breite her, müsste das sogar gehen. Okay, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.